Der Niedergang der Menschheit ist durch nichts aufhaltbar. Die Menschheit bräuchte, um den Kapitalismus erstmals mit Hilfe von Weltrat und nextscientistsforfuture.de erstmals richtig zu verstehen, bräuchte es die Menschheit bestimmt circa 0,3 Liter mehr Gehirnvolumen, aber die hat sie nicht. Und deswegen ist über die große Menge und über politische Entscheidungen der Niedergang der Menschheit nicht mehr aufhaltbar. Herzlich willkommen zu unserer heutigen, mittlerweile alle 14 Tage im Rahmen der Sonntagspredigt quasi stattfindenden Vorlesung unserer Mini-Uni der Next Scientists for Future vom Weltrat. Unsere wissenschaftliche Tagesschau ist mittlerweile eine Zwei-Wochen-Schau, denn wir arbeiten im Moment an dem Thema Bestsellerreihe in der Nachfolge des unseres Vorgängers, des Bestseller-Autors Professor Richard Dawkins, der sozusagen der vor dem Weltrat der Mensch war und ist, der am nächsten an der Wahrheit ist, der in seinem egoistischen Gehen auf den legendären drei Seiten am nächsten, also quasi uns die Türen geöffnet hat, hatte den Kapitalismus erstmals richtig zu verstehen, nachdem solche Stümper wie Karl Marx eine völlig falsche und verharmlosende Analyse des Kapitalismus gemacht hatten. Und hier sehen wir es, wir haben anstatt von 1500 Milliliter Gehirnvolumen, also 1500 Kubikzentimeter Hubraum, Leistungsfähigkeit des Gehirns auf 1700 oder 1800 hochzuklettern, sind wir geschrumpft, der Weltdurchschnitt auf 1300 Milliliter. Also die Menschheit ist schlicht und einfach zu dumm und zu wenig vernünftig, um den Niedergang der Menschheit aufzuhalten. Also es wird, wie es ja schon in den letzten Jahrzehnten ganz klar zu sehen ist, es geht ein unaufhaltsamer Niedergang läuft ab und das geht nicht anders. So, und jetzt bleibt uns nur noch übrig mit hoffentlich einer Bestsellerbuchreihe in der Nachfolge von Dawkins, der sicherlich noch weiterschreiben wird, aber die Frage ist, wie lange er das noch kann. Er ist doch schon auch in die Jahre gekommen. Und dann geht es uns nur noch darum, Einzelne zu erreichen. Unser Ziel wäre, 1% der Weltbevölkerung aufzuklären, 80 Millionen Menschen, und davon schaffen wir es vielleicht einige davon, dann ein paar hundert davon, vielleicht 800 davon, ein glücklicheres Leben zu gewinnen, denn in dem Buch ist dann also auch einmalig abspielbarer Musikstückcode sein, der berechtigt, bei uns eine Prüfung abzulegen beim Weltrat und dann weitere Informationen zu bekommen, wie man trotz des Kapitalismus außenrum trotzdem ein 10-mal glücklicheres Leben führen kann. Ja, und was packt die Masse der Menschen nicht, die 80 Millionen Buchleser dann wenigstens, diese kleine Stichprobe der Menschheit sozusagen, die dann noch ein besseres Leben hat, solange bis dann außenrum die Atombomben fallen, dann ist natürlich auch bei den Ausnahmemenschen dann geht danach auch das Licht aus, aber wollen wir hoffen, dass das nicht so schnell kommt, ne? Aber die Menschheit wird noch so wahnsinnig sein, dass sie das auch noch hinkriegt, ne? Aber solange können wir es uns ja gut gehen lassen, sozusagen in einem Partyraum auf der Titanic, sozusagen, ne? Und ja, das Entscheidende ist, dass die Menschheit natürlich das Naturgesetz der Evolution und das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion, also Veränderung und Auswahl,
nicht verstehen kann, offensichtlich. Die Masse, also die nötige und erforderliche Masse nicht verstehen kann. Nämlich dass sozusagen, wenn die Welt sich verändert, ja, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie aus einer Art noch jemand übrig bleiben kann. Wenn die Welt sich verschiebt und verändert, dann ist eben gerade die Streuung, also die Verschiedenartigkeitsbildung, das Wesen, das, was Erfolg hat. Denn nur, ja, wenn sozusagen ein Lebewesen sich selbst klont, ja, dann würde es bedeuten, zum Beispiel hier zwei Eltern oder eine Person klont sich selber, und dann wird natürlich, werden alle Kinder genetisch quasi fast völlig oder völlig identisch. Ja? Und das heißt, wenn die Welt sich jetzt nur auch ein bisschen verändert, dann stirbt der Mensch oder das Lebewesen, der Vormensch mit einem klonenden Fortpflanzungssystem aus, weil die Welt einfach sich verändert hat, quasi weggeschoben ist, die Umwelt weggeschoben ist, aber durch das Klonen die Kinder nicht hinterher können. Ne? Deswegen bleiben in der Evolution von Säugetieren, von uns Säugetieren, eben nur, sind immer nur übrig geblieben Säugetiere mit zwei Mutationen generierenden Apparaten oder Mutationen generierenden Systemen. Wir haben einmal, dass also die Gene sich verändern. Stellen wir uns vor, die Eltern wandern in den Norden. Da ist es kälter. Die Eltern frieren oft, trotz Kleidung vielleicht, die sie schon in der Lage sind. Oder vielleicht auch haben sie noch nicht die Kleidungstechnik. Auf jeden Fall frieren sie häufig. Es geht ihnen nicht so gut im Norden. Aber so. Aber sie bekommen Kinder und davon. Die Kinder sind unterschiedlich. Die einen sind wärmeresistenter und die anderen sind wärmeempfindlicher. Die wärmeempfindlicheren, die werden aussterben, weil sie zu oft, zu häufig frieren. Und die anderen sind gut angepasst an die größere Kälte sozusagen. Und die tragen dann wenigstens Teile des Genoms der Eltern weiter in die Zukunft sozusagen. Mehr ist nicht möglich. Das heißt also, es ist nicht mehr möglich, mehr der eigenen Gene in die Zukunft zu bringen, außer Teile, weil eben ohne Mutationen generierenden Apparat, ohne dass die Kinder notwendig anders werden als die Eltern, ist keine Chance da, generell überhaupt noch eigene Gene in die Zukunft zu tragen, denn wenn die Umwelt sich in irgendeiner Weise verändert, dann sterben alle Kinder sozusagen aus und damit sind die Gene völlig verschwunden. Also musste die in der Evolution ein Kompromiss geschehen. Man will ja so viel, jeder Organismus neigt ja dazu, so viel eigene Gene aus seinem Genom in die Zukunft transportieren zu wollen. Aber auf der anderen Seite muss er Fehler im Genbereich zulassen und deswegen haben dann also bei Säugetieren Vater und Mutter werfen quasi ihre Gene zusammen, durchmischen sie und dadurch kommt es zu vielen Veränderungen und dann kommen noch Mutationen dazu und alles Mögliche. Auf jeden Fall kommen da lauter no Fehler rein und dadurch streuen die Kinder und dadurch kann es dann sein, dass eines der Kinder in die neue
sich verändert habende Zukunft hineinpasst und dadurch dann wenigstens Teile des Gene, der Gene von Mutter und Vater, der Genome von Mutter und Vater überhaupt sich in der Zukunft befinden können. Und mehr geht einfach nicht, ja? Und deswegen müssen wir alle den Preis zahlen, dass wir also eben leider alle mit unseren internen Mutationen generierenden Apparaten oder Systemen leben. Und das Gleiche gilt für die Ideen oder Meme, also die verhaltenssteuernden Gedächtnisinhalte, Ideen. Auch dort ist unser Gehirn darauf angelegt, ständig Mutationen zu erzeugen. Und da gibt es Wahrheitsideen und Wahrheitsmeme also und Irrtumsmeme. Ein Teil der Irrtumsmeme sozusagen erweist sich als relativ folgenarm und bedeutungslos, aber dann gibt es eben auch im Kapitalismus, in den kapitalistischen Tauschhandelsfrühformen bis heute, von vor 400, 300, 200.000 Jahren bis heute, gibt es da also sozusagen sogenannte Ausnahmeirrtümer, nämlich vorteilbringende Irrtümer. Das sind Irrtümer, die der Sparte zum Beispiel, des Tauschhändlers, des Waffenhändlers, des Schamanen oder Früharztes und so weiter, also den verschiedenen Sparten Vorteile bringen, indem sie sozusagen als Irrtum eine schmarotzerische, aussaugende, parasitäre Wirkung auf die Restwelt haben. Ja? Also das heißt, von jeder Sparte gehen bestimmte Irrtümer aus, die gehen in die Köpfe der Restwelt und nebenbei natürlich auch der Journalisten und Universitäten, Spielfilmemacher und Politiker und Parteien. Also alles wird infiziert von diesen vorteilbringenden Irrtümern der Sparten. In den Köpfen der Restwelt Menschen befinden sich unterschiedliche Muster an vorteilbringenden Irrtümern. Diese werden ja auch zu Lobbyisten wider Willen, das heißt, sie verbreiten vorteilbringende Irrtümer, obwohl sie selbst von denen gar nichts haben, sondern von genauso Opfer sind, wie die sind, an die sie die im guten Glauben, diese vorteilbringenden Irrtümer seien Wahrheiten, geben die Lobbyisten wider Willen ja diese Irrtümer weiter und manipulieren so auch den Letzten in der Welt noch. Und so ist dann unser Leben zerstört, ja? Also das heißt, es bilden sich quasi ja sozusagen Ressourcenflüsse sozusagen, die aus der Restwelt in die jeweiligen Sparten fließen, also durch die nicht gelenkte Form des Tauschhandels, also genauer durch die Erfindung der nicht gelenkten Form des Tauschhandels und aller Folgeerscheinungen, ja? Auch der Schamane tauscht ja seine Dienstleistung und seine Produkte, seine Kräutertränklein und so weiter gegen anderes wieder. Also ist ja auch alles gehört ja alles unter die Großgruppe Tauschhandel. Und also kommerzieller Tausch könnte man sagen, generell. Und da ist es quasi so, dass, wenn man den ungelenkt lässt, und das ist eben die große Unvernunft und Dummheitshandlung der Menschheit, den Tauschhandel ungelenkt belassen zu haben, dann entwickelt sich in der Evolution automatisch, dass die automatisch und zwangsläufig durch den Mutationen generierenden Apparat genannt Gehirn erzeugten Irrtümer, die sich dann als vorteilbringende Irrtümer erweisen, dass dadurch also der Rest der Welt,
einer vollständigen Gehirnwäsche vieler Irrtümer, vieler verschiedener Sparten unterzogen wird und dann die Restwelt ausgesaugt, deren Blut und Energie ausgesaugt wird von den letztendlich schmarotzerisch parasitär wirkenden Sparten, wobei das Spartenmitglied zwar durch die eigenen vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte profitiert, aber ausgesaugt wird auf der anderen Seite durch die vorteilbringenden Irrtümer der vielen, vielen anderen Sparten, deren Opfer ja auch das Mitglied einer Sparte wird. Also jedes Mitglied einer Sparte wird profitiert von den vorteilbringenden Irrtümern seiner eigenen Sparte, verliert aber 20, 30, 40 Mal so viel, indem es ausgesaugt und ausgeblutet wird durch die vorteilbringenden Irrtümer all der vielen anderen Sparten, denen es zum Opfer fällt. Ja? Das ist also wirklich, und das ist ja so simpel eigentlich, ja. Also man kann sagen, hier, wenn also in zum Beispiel bei den ganzen Konsumsparten, Konsumgütersparten, Nahrungssparten, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Häute und so weiter, wenn da ein Irrtum aufkommt, dass also alles, was die Menschen so glücklich macht, Körperkontakt, Umarmung, Massage, Singen, Musizieren, Tanzen, alles, was Menschen so bei Menschen Endorphine, Glückshormone ausschütten kann, das irgendwie madig gemacht wird durch eine Idee, die im Umkreis eines Tauschhändlers aufkommt, ja? Und hier haben wir einen Tauschhändler, einen Konsumhändler, Güterhändler, bei dem dieser Irrtum nicht auftaucht. Dann wird es dazu kommen, automatisch, dass die hier, dass alle Kunden, die seine Märchenerzähler, Geschichtenerzähler und so weiter, oder ja selbst als Geschichtenerzähler am Lagerfeuer sozusagen, die dieser Tauschhändler beeinflussen kann, bei denen wird sich quasi seine Umwelt wird immer weniger der glückserzeugenden Erlebnisse praktizieren, weniger Körperkontakt, weniger lustvolles Singen, Tanzen, Musizieren. Denken Sie nur an diese ganzen Karaoke- und Musikwettbewerbe, wo immer den Leuten gesagt wird, hör auf zu singen, du kannst es nicht, anstatt zu sagen, ja, sing weiter, das macht glücklich und so weiter. Nein, es wird alles getan, immer hör auf damit, lass es und so weiter. Und so wird im Kapitalismus immer mehr den Menschen das Lebensglück weggenommen. Also die Restwelt insgesamt erleidet einen Glückshormonmangel. Man könnte so bildlich sagen, dass also im Gehirn sozusagen der Glückshormone Spiegel ständig absinkt, ja. Und dann kaufen die Leute tatsächlich, natürlich bei diesem Händler, der solche Geschichten, manipulativen Inhalte erzählt, nicht bewusst manipulativen Inhalte erzählt, kaufen die Leute mehr Produkte. Er kann hier mehr Enkel, Urenkel und so weiter, genetische, also Verwandte, Nachfahren in die Welt setzen und wird auch mehr Schüler gewinnen, denn die Leute wollen lernen, wie man ein so erfolgreicher Tauschhändler wird, Konsumgüterhändler wird und lernen dann auch später an den Akademien und Universitäten fleißig,
wie man eben auch andere Menschen nicht bewusst mit vorteilbringenden Irrtümern so manipuliert, dass sie konsumsüchtig und kaufsüchtig werden, um zu versuchen, ihren mangelnden Glückshormonspiegel künstlich durch Konsumgüter künstlich wenigstens wieder ein bisschen nach oben zu bringen. Also Kapitalismus ist das suchterzeugende Ding schlechthin. Und der hier eben nicht diese Irrtümer im Kopf hat oder diese nicht hat, der stirbt aus, weil er einfach, ja, man kann das vielleicht so zeigen, ach, naja, das geht nicht mehr hier. Der stirbt aus, seine Linie endet. Er findet auch keine Schüler, weil wer will schon lernen, wie man als Konsumgüterhändler scheitert? Und ja. Und von daher haben wir also die Situation, der Kapitalismus raubt den Menschen das Lebensglück. Und dadurch sozusagen ist ihr Leben zerstört und die GWÖ-GWO-Kombi, die GG-Kombi kommt nicht, weil die Vernunft fehlt, weil das wäre ja jetzt ganz einfach. Wir könnten diese ganze Entwicklung ja umdrehen, indem wir den Konsumgüterhändlern nur noch dann Geld geben, je glücklicher und gesünder, langlebiger, also je mehr sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner eines Supermarktleiters, je mehr die sich tendenziell verbessern, bei denen, die häufiger einkaufen, die werden natürlich höher gewichtet als die, die seltener dort einkaufen. Und dadurch wird es quasi so, dass der Supermarktleiter nur eine Chance hat, Marktführer zu bleiben in seinem Umfeld und in seinem Markt, in seiner Kette sozusagen, dann auch eine gute Karriere vor sich zu haben, wenn er durch die Wirkung seines Marktes, die kleinen Möglichkeiten, die er hat, mit roten, gelben, grünen, leuchtenden Ampeln die Menschen zu lenken, Richtung gesündere Nahrung, indem von seinen Zulieferern überhaupt keine giftige, schädliche Nahrung mehr geliefert wird, indem eine Ernährungsberaterin auf Bänken die Leute berät, die gerne beraten werden wollen in Richtung gesünderen Lebensstils und indem der Supermarkt quasi nochmal eine Art Variante der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft ist, wo ja eben das Team des Hausarztes, sein Gesundheitsteam, ein kostenloses, umfassendes Freizeitangebot gemacht, wo seine Kunden quasi ihre gesamte Freizeit gerne mit Sport und Tanzen, Singen, Musizieren und Kneipenbesuch, Gesundheitskneipenbesuch und so weiter, ihre ganze Freizeit verbringen in der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft. Gesundheitsgemeinschaft ihres Hausarztteams sozusagen und ein quasi ein gleichgerichtet belohntes System ist dann der Supermarktleiter, wo die Leute eben hingehen und eben dort auch geholfen bekommen, wie gesagt, dass sich möglichst ihr genauso wie beim Hausarzt hier auch im Supermarkt ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihr Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner also positiv entwickelt. Und dann kriegt der Marktleiter, der Supermarktleiter, genauso wie der Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaftsteamleitende Hausarzt, am meisten staatliche Verdienstzuschüsse ausgeschüttet. Und die führen dazu, die sind so groß, dass alle anderen Dinge den Supermarktleiter nicht mehr interessieren, wie genauso wie den Hausarztteamleiter nichts anderes mehr interessiert, als dass möglichst die Kunden niemals krank werden,
möglichst nie Krebs bekommen, möglichst nie Herzinfarkt leben, lange gesund und glücklich leben und so weiter. Ja, aber das kommt nicht, weil dazu eben die Gehirngröße der Menschheit definitiv zu klein ist und da die immer kleiner wird, wird das nichts mehr mit der Menschheit. Ne? So, damit können wir die Menschheit abhaken. Und es ist ja auch so, dass letztendlich all die Leute, die zum Beispiel denken, sie seien gesellschaftskritisch, die sind ja auch nur Opfer kapitalistischer Sparten. Also das ist die Paradoxie. Da denkt jemand, er sei Kapitalismuskritiker und sei für eine bessere Gesellschaftsform als den Kapitalismus. In Wirklichkeit ist er für so manipuliert von bestimmten Sparten der Gesellschaft, dass er für eine schlechtere Gesellschaftsform ist. Ja, zum Beispiel wir haben die drei großen Sparten, also einmal, zum Beispiel, Sie kennen die Leute, auch die Verschwörungstheoretiker von links und rechts, die ja eins gemeinsam haben, so den Gedanken, die Idee, das Meme, alles Verbrecher, die da oben. Ja, die Unternehmer sind alles Schweine und die sagen, die Linksextremisten und die Rechtsextremisten sagen, sind alles Verbrecher da oben, die alle uns da bewusst schaden wollen und so weiter. Ja? Das ist natürlich ein Irrtum. Das ist der verschwörungstheoretische Irrtum. Ja? Und die bisherigen Erklärungen der Verschwörungstheorien sind alle völlig falsch, denn die realistische Erklärung ist, wir haben hier einmal die Waffensparten, die solche Ideen natürlich fördern müssten eigentlich und aus denen solche Ideen kommen könnten, wie alles Verbrecher, die da oben. Denn dann kommt es, das hetzt ja die Bevölkerung tendenziell auf zu Aufständen gegen die da oben, dann kommt es zur Abschlachtung und zum Waffeneinsatz und diese Waffen müssen gekauft werden und so weiter. Und die einzigen, die jetzt dann also an diesem Aufstand verdienen, sind erst einmal die Waffensparten. Dann gibt es noch eine andere Sparte, die wir noch gar nicht aufgeschrieben haben. Hier könnte man die eintragen, die Sparte der Diktatoren. Fans, Diktaturfans sozusagen. Ich glaube, dass es wohl doch eine ganze Menge Menschen gibt, die also eigentlich doch gerne Diktator werden wollen, auch in Deutschland noch, also Stalins, Maos, Honeckers oder Hitlers sozusagen, oder deren Freunde, die sich dann auch noch mal kräftig bereichern. Und der Vorteil eines Diktators gegenüber einem Unternehmer ist ja, dass der Diktator sozusagen noch nicht mal einen marktgerechten Lohn zahlen muss. Also Mercedes muss manchen kompetenten Mitarbeitenden wenigstens einen relativ hohen Lohn oder Gehalt zahlen, um sie zu gewinnen und zu halten sozusagen, damit sie nicht zur Konkurrenz abwandern. Aber ein Diktator kann einfach sagen, du arbeitest für 3 Cent pro Stunde, sonst erschieße ich dich oder lasse ich dich erschießen. Also der Diktator hat ganz andere Möglichkeiten, zusammen mit seinen Freunden sozusagen die Bevölkerung auszuschlachten und auszusaugen, als jetzt Unternehmer, kapitalistische Unternehmer, die haben da gewisse Grenzen. Ja? Und insofern kann es sein, dass also die Diktatoren-Sparte auch eine ganze Menge Geld investiert in die Verbreitung dessen, alles Verbrecher, die da oben, damit sie eben selber eine Chance haben, Stalins, Hitlers, Maus, Honeckers und deren auch profitierende Kumpane zu werden. Man hört auch, dass der Diktator Putin auch sehr reich sei und so weiter und wahrscheinlich auch vielen seiner Freunde einen ungeheuren Reichtum ermöglicht. Also insofern ist das eben auch, also haben wir zwei Sparten, also die Diktatoren
Naturfreunde-Sparte und die Waffensparte profitieren durch die Verbreitung von solchen für sie vorteilbringenden Irrtümern wie alles Verbrecher da oben, die eben aufhetzen zu einem Umsturz, ne? Und zu einer Einführung einer Diktatur am Ende und so weiter. Ja? Und dann haben wir noch die dritte Großsparte, die Sozialsparten, ne? Denn wenn dann die Diktatur kommt und dann auch wieder zum Beispiel in der Linksdiktatur die ganzen Unternehmer enteignet werden, dann flüchten die, also, solange noch keine Mauer gebaut ist, flüchten die, verlassen zum Beispiel Deutschland und wandern ab, transportieren eventuell, wenn sie das noch dürfen, ihre Unternehmen noch ab und ihre Maschinen noch ab und so weiter. Und übrig bleiben viele, viele Arbeitslose und letztendlich müssen dann diese Arbeitslosen später dann in viel schlechter bezahlten Jobs arbeiten als vorher. Das Land verarmt, dann wird das noch von den Diktatoren ausgesaugt und so weiter. Und am Ende bleibt so eine ausgesaugte, vom Blut her ausgesaugte, leere Hülle wie die DDR übrig, die dann aufgeben muss, weil sie pleite ist und weil sie nicht mehr überlebensfähig ist in dem gnadenlosen Wettbewerb, der hier zwischen den Staaten der Erde ja herrscht sozusagen. Und wo es dann auch für die Diktatoren nichts mehr auszusagen gab, denn man kann ja einem nackten Mann nicht mehr in die Tasche, nicht mehr ins Hemd greifen, in die Hemdtasche greifen sozusagen. Also einer ausgesorgten Bevölkerung, da war eben nichts mehr zu holen. Und deswegen war das dann natürlich für die Diktatoren auch nicht mehr interessant, da weiter zu versuchen zu saugen, wo nichts mehr ist, ne? Und so, dass wir also diese drei Quellen dieses vorteilbringenden Irrtums haben. Oh, alles Verbrecher, die da oben, das sogenannten verschwörungstheoretischen Zentralirrtums, ne, dass das sich alles um bewusste, geplante, böse Taten handele, bei allem, was schiefläuft, sondern die Tatsache ist ja, dass auch die da oben alle denken, sie würden Gutes tun und sich gar nicht bewusst sind, wenn sie was Falsches tun. Sozusagen die nicht bewussten Handlungen sind das, was in der Evolution in Wirklichkeit ist. Aber die Waffensparten, die Sozialsparten und die Diktaturfreundesparten, die können profitieren durch die Verbreitung solcher Aufstands- und armutserzeugungsfördernden Ideen und Meme wie alles Verbrecher, die da oben alles sind alle Verbrecher, ne? Ja, alles Verbrecher, die da oben, ne? Ja, und so funktioniert die Welt, ja, und zum Beispiel jetzt auch so die Waffensparten, ja, bei allem, was sie, ja, das ist das Gleiche, wie wenn eine manipulierende Instanz eine Ameise dazu bringt, sich oben auf einem Grashalm festzukrallen und dann gefressen zu werden, und dann letztendlich einem Parasiten zu dienen. Genauso ist es auch so, durch Manipulationen krallt sich der Soldat im Schützengraben fest, dann kommt die Granate und zerfetzt ihn, er wird zerfetzt sozusagen und gewinnen tut der Parasit, der Schmarotzer, die Waffensparte, denn diese eine Granate muss wieder neu gekauft werden beim Waffenhändler. Ja? Und der Gewinner ist immer nur der Parasit. Und die ganze kapitalistische Welt besteht daraus, jede einzelne Sparte und jedes einzelne Spartenmitglied wirkt als Parasit und Schmarotzer und Blutsauger und Aussauger gegenüber der jeweiligen Restwelt. Und daran geht unser aller Leben kaputt. Haben wir alle nur noch ein Zehntel der Lebensqualität, die das die Natur uns eigentlich zugestanden hätte, hätten wir nicht diese Dummheit begangen, einen ungelenkten Tauschhandel zu erfinden, anstatt des Gelenkten,
wo eben gutes Tun belohnt wird und wo der Waffenhändler nur belohnt wird, würde durch mehr Frieden in der Welt, der Sozialspartler nur noch belohnt wird durch weniger Arme im Lande und die Diktaturfreunde eben auch durch nichts belohnt würden und so weiter. Ja, aber diese gemeinwohlorientierte, also die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination, kurz GG-Kombi, wird nicht kommen. Dazu reicht die Gehirnsubstanz der Menschen nicht aus. Die Gemeinwohlökonomie wird nur deswegen überall weiter diskutiert, weil sie eben den Sozialspaten und den Linksdiktaturspaten, den Linksdiktaturfreunden und den Waffenspaten nach dem Munde redet, denn sie neigt dazu, wieder aggressiv quasi gegen die Unternehmer vorzugehen. Und das hören ja Linksextremisten immer gern, so nach dem Motto, haut den Unternehmern mal so richtig, gebt denen mal so richtig eine mit. Was machen die Unternehmer? Sie wandern ab und flüchten, sobald die Gemeinwohlökonomie als linksextremistische Krankheit sozusagen um sich greifen würde. Umso mehr würden dann die Unternehmer abwandern, es würde mehr Arme im Lande geben und die Sozialsparte könnten in der Verwaltung all der Arbeitslosen, Obdachlosen und Armen weiterhin tolle Karrieren machen und eventuell können auch die Waffensparten wieder was abbekommen, indem dann vielleicht eine gewaltsame Revolution von links dann käme, ja, vielleicht auch zusammen mit der linksextremistischen Gemeinwohlökonomie, ja. Ja, von daher könnten dann am Ende auch die ganzen Diktaturenfreunde vielleicht auch am Ende zusammen mit dem gemeinwohlökonomischen, linksextremistischen Aufbegehren vielleicht dann doch auch noch zum Diktator werden. Wer weiß, Schluck Wasser. Ja, das heißt also, machen wir uns nochmal klar, es geht letztendlich um Ressourcenflüsse, also Ressourcen, Energie, Nahrung, Geld, alles, was uns helfen kann, sozusagen wieder dann, Kinder müssen ja aus Ressourcen gebaut werden, ja? Und Kinder und Nachkommen und Verwandte in die Zukunft zu bringen, erfordert Ressourcen. Und deswegen geht es um Ressourcenflüsse in der Biologie und sozusagen. Und es geht immer darum, dass jede Sparte die Restwelt sozusagen deren Blut anzapft wie ein Blutegel und sie versucht auszusaugen. Und das läuft aber alles ohne jedes Bewusstsein ab. Das sind alles nicht bewusste Vorgänge und man könnte sagen, dass dann von der Restwelt in Richtung jeder der Sparten ein Ressourcenfluss strömt. Nur dass natürlich auch aus jeder Sparte heraus, ja, diese Sparte, die Gesundheitssparte, wird eben auch ausgesaugt von all den anderen Sparten, ne? Also insofern hat jede Sparte aus der Restwelt einen Zufluss, hat aber auch 30, 40 Abflüsse in die anderen Sparten hinein. Ne? Also insofern ist das immer ein unendlich schlechtes Geschäft. Ne? Ja, und wir mit unseren Bestsellerbüchern versuchen ja quasi dann so eine Art Lesergemeinde, eine Gemeinde der Leser unserer Bücher zu sammeln, die dann sozusagen ja, außerhalb des Kapitalismus eine glückliche Leben führen können, bis dann außenrum der Kapitalismus alles so zerstört, sei es über Atombomben oder sonstige Effekte, dass dann auch wir nicht mehr überleben können. Das ist uns dann aber auch egal. Vielleicht sollten wir einfach rechtzeitig dann einfach gar keine Kinder mehr in die Welt setzen und dann muss auch niemand mehr leiden, wenn wir dann rechtzeitig
vielleicht auch weg sind oder so. Aber gut, aber bis dahin kann man doch noch viel Spaß haben, denn wir wissen als Einzige ja, wie das geht. Also wir wissen ja, wie das geht, dieses zehnmal glücklicher Leben. Also wir wissen ja, wie es dazu gekommen ist, dass der heutige Mensch nur ein Zehntel oder 10% der ihm eigentlich von der Natur zugestandenen Glückseligkeit und Gesundheit und Langlebigkeit und so weiter ja, bewirkt hat. Also dass der heutige Mensch nur ein Zehntel seines Naturglückes leben kann. Und wir wissen auch, wie wir wieder auf die vollen 100% des Naturglückes zurückkommen können. Und das können wir, immerhin so 90% können wir sicherlich auch erreichen, auch wenn der Kapitalismus außenrum uns, um uns herum natürlich noch mit seinen negativen und toxischen Effekten, Luftgifte, Wassergifte und so weiter noch vorhanden ist, ja. Und ja, von daher, ich guck mal, was wir hier noch ein paar Notizen haben. Haben wir noch hier irgendwas für die letzten 14 Tage? Ja, also. Sekunde. Ja, also nochmal zusammengefasst, wir sind also der Weltrat Next Scientists for Future. Wir sind die einzigen, die überhaupt in der Lage sind, einen Menschen von den 10% zu den 95% Glücks empfinden überhaupt zu ermöglichen. Also melden Sie sich und ich hoffe, dass dann über die Bücher sich Hunderte von Leuten melden und bewerben und so weiter, da von uns weiter betreut zu werden. Die Bücher können natürlich nur ein erster Unterricht sein. Und ich noch mal ein paar Gedanken dazu, also wie zum Beispiel die Armutsproduktion der Sozialsparten ja funktioniert. Die funktioniert ja so, naja, dass das eben hier die Sozialsparten, ja, zum Beispiel, ja, wir wissen ja, die Arbeitsamtssparten, die wahrscheinlich die Idee des Mindestlohns aufgebracht hatten, ja, hat ein Unternehmen überwiegend Arbeitsplätze für Niedrigqualifizierte, die also eigentlich überall auf der Welt nur mit unter 12 Euro bezahlt werden, dann muss es ja automatisch abwandern nach Tschechien und Polen und so weiter bei 12 Euro Mindestlohn in Deutschland. Es hat ja gar keine andere Wahl, ja? Wenn natürlich ein Unternehmen Arbeitsplätze hat, die sowieso nach Marktpreisen eher mit 30 Euro pro Stunde bezahlt werden, dann hat sie natürlich mit dem Mindestlohn kein Problem. Aber wenn ein Unternehmen überwiegend Niedrigqualifizierte beschäftigt, dann muss es abwandern und zwangsläufig Deutschland verlassen beim Mindestlohn und das führt dann eben wieder zu mehr Arbeitslosen, denn die Arbeitsplätze werden dann den Tschechen und Polen gegeben und die Deutschen verlieren ihren Job, ne? Und dann haben wir jetzt wieder mehr Arme und dann können die Sozialspartler, hier oben nochmal gezeigt, die Sozialspartler natürlich wieder tolle Karriere machen in der Verwaltung all dieser Arbeitslosen, Obdachlosen, Armen, psychiatrisch Erkrankten, Arbeitslosigkeitsdepressiven und so weiter. Da können all die Sozialsparten und Gesundheitssparten sich bereichern in der Verwaltung des Elends, ne? Der gewinnbringenden Verwaltung und Betreuung des Elends, ne? Ja, und dann ist es eben auch so, zum Beispiel viele Berater, also Berater, Lebensberater, psychologische Berater, Therapeuten und so weiter, alle leben ja davon, dass sie ständig Neukunden schaffen müssen und wenn sie dann Kunden haben, dass sie die im Prinzip unglücklich und krank halten
müssen. Das ist ja das Motto der kapitalistischen Gesundheitssparten. Wenn du Gesundheit erzeugst, dann verlierst du deine Kunden an die Gesundheit. Du musst sie also immer schön chronisch krank lassen und die chronische Krankheit gewinnbringend verwalten, sozusagen. Und dann machen natürlich diese ganzen Beraterleute, die schreiben dann irgendwelche Ratgeberbücher. Und die manipulieren, die sind immer schön leicht lesbar und so einfach und sind nicht so wissenschaftlich kompliziert wie die Evolutionsbiologie und die Naturwissenschaften sozusagen. Und ja, und dadurch können sie mit diesen leicht lesbaren Büchern also alle manipulieren und sich lauter neue unglückliche Kunden erst erzeugen durch ihre Bücher. Ne? Ist doch ein toller Weg, auch Werbung zu machen. So wie wir versuchen, mit unserem Ratgeberreihe sozusagen wirklich glückliche Menschen zu erzeugen, weil wir eben keine Patienten wollen, sondern Mitlebende zum Beispiel, die mit uns glücklich leben und wir quasi ja nur selber glücklich sein können, wenn die anderen, die mit uns zusammenleben in einer Inselwelt sozusagen, auch glücklich sind. Ja, denn wie kann ich glücklich werden, wenn alle Frauen um mich rum zu Tode betrübt und tief traurig bin? Wie kann ich dann glücklich werden? Geht nicht. Aber ein Therapeut oder ein Berater ist ja ein ganz anderer Mensch. Der braucht ja die Unglücklichen um sich herum, weil nur dann diese in seine Praxen kommen und dann ihm Geld bringen. Ne? Und das ist eben der Unterschied. Also unser Buch zielt dann darauf, die Menschen wirklich glücklich zu machen und zu befreien von dem Unglück. Während die Beraterbücher, diese leicht lesbaren Bücher, letztendlich natürlich die nicht bewusste Zielrichtung haben, die Leser unglücklich zu machen und sie dadurch in die Praxis zu zwingen. Deswegen ist es auch so, dass Berater sehr gerne Kommunen und Gemeinschaften beraten, wie jetzt auch gerade im ZDF zu sehen, in dieser dreiteiligen Serie von dem Projekt Burg Distenich oder so ähnlich. Das war in 37 Grad im ZDF eine dreiteilige Serie, ja, über dieses Kommunenprojekt. Und da wurde eben deutlich, dass dann diese psychologischen Berater und so weiter natürlich das Unglück in der Kommune gemehrt haben. Denn wenn die Kommune auseinanderbricht oder einzelne Leute unglücklich diese verlassen, dann ist eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die am Ende als zahlende, geldbringende Patienten und Kunden in der Beraterpraxis enden und landen. Ja? Also man kann sagen, eigentlich haben die psychologischen Berater auf den nicht bewussten Ebenen lauter vorteilbringende Irrtümer im Kopf, mit denen sie Kommunen eigentlich zu zerstören neigen, um die statistische Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die einzelnen früheren Kommunenmitglieder dann als Dauerpatienten in ihrer Praxis gewinnbringend auftauchen und bleiben. Ne? Ja, und dann noch mal so ein Beispiel der sexuellen Unterdrückung. Da war wieder so ein Krimi, der so richtig gehetzt hat gegen Körperkontakt und Sexualität und so weiter. Ja, denn das ist ja die zentrale Aufgabe, wenn ich also sozusagen viel Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Nahrung, Essdrogen verkaufen und so weiter. Wenn ich alle Drogen aller Art verkaufen, muss ich ja den Endorphinspiegel senken und deswegen müssen Krimis im Rahmen des Werbefernsehens der ARD und des ZDFs natürlich immer hetzen gegen Körperkontakt und Sexualität. Und ja, da war eine 15-jährige, voll erwachsene Frau, die wahrscheinlich schon seit 3 Jahren in der Natur fähig gewesen wäre, Kinder zu bekommen, also biologisch vollständig erwachsen. Ja? Aber natürlich, die Nahrungs- oder die Konsumsuchtsparten müssen natürlich den vorteilbringenden Irrtum aussenden, der zentral, ja, also hier der Konsumsuchtspartenhändler sozusagen,
Der muss natürlich die Idee und für die Ausbreitung der Idee sorgen, dass alle unter 18-Jährigen Kinder sind, die keinen Sex haben dürfen. Und schon gar nicht als unter 18-Jährige mit jemandem über 18 Jahre. Also das darf schon gar nicht sein. Und das muss in den Dreck gezogen werden und muss als die schlimmste Sünde aller Zeiten und das schlimmste Verbrechen aller Zeiten hingetan werden, wenn also ein unter 18-jähriger Mensch glücklich ist mit einem 19-jährigen Person und beide sich sozusagen aneinander reiben und Lustgefühle haben und sich wohlfühlen, dann darf das nicht sein, weil das bedeutet ja, dass der Endorphinspiegel, der Glückshormonspiegel nicht genug sinkt. Und deswegen haben sich da dann vorteilbringende Irrtümer bewährt und so weiter. Und die vorteilbringenden Irrtümer müssen nicht unbedingt im Kopf des Händlers selber sein. Sie können ja auch in dem Kopf seiner Märchenerzähler sein, also seiner Krimi-Erzähler, die eben dann diesen vorteilbringenden Irrtum rausstreuen in die gesamte Restwelt. Diese unterdrückt dann aufgrund dieses hetzerischen Krimis ihre Sexualität und dadurch kaufen dann die Menschen mehr der Produkte, die in den Werbespots der Konsumsuchthändler anbietet. Und dadurch rechnet sich das ganze Spiel sozusagen, ja? Also ein vorteilbringender Irrtum muss nicht zwingend von einem Tauschhändler im Kopf getragen werden. Es reicht, wenn seine für ihn arbeitenden Märchenerzähler diese vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben. Es reicht also, wenn das in einem Krimi gezeigt wird, wo der Tauschhändler seine Werbespots schaltet. Ne? Das reicht dann. Ne? Das ist dann eine nicht bewusste Partnerschaft, wobei da wahrscheinlich die Krimihersteller überhaupt keine Beziehung empfinden zu dem Tauschhändler, dem Werbekunden sozusagen. Aber faktisch ist es eine Parallelität, also quasi der Tauschhändler macht durch seine Werbespots nur dann erhöhte Einnahmen, wenn der Märchenerzähler, der Krimi-Hersteller sozusagen den Krimi so gestaltet, dass die Sexualität unterdrückt wird und sozusagen dadurch Glücksmangel herrscht bei allen Beteiligten und diese dann mit statistisch größerer Wahrscheinlichkeit genau die Produkte konsumieren und kaufen, die in den Werbespots des Tauschhändlers angeboten werden. Ne? Aber man merkt schon, das ist kompliziert und das ist nur für 1% der Weltbevölkerung überhaupt verstehbar, von was ich hier rede, nämlich die Weltspitze der Naturwissenschaft und Evolutionsbiologie. Das ist nun mal die einzige Wahrheit und alles, was unkomplizierter ist, ist leider nicht die Wahrheit. Ja, und in dem Krimi war das dann so, dass eine 15-Jährige sich quasi einen etwas älteren Mann quasi gegriffen hat, weil sie nämlich ihn geliebt hat und Spaß hatte mit ihm und sich wohlfühlt. Und jetzt kommt der entscheidende Dreh, der entscheidende vorteilbringende Irrtum, der in dem Krimi schön ausgesagt würde. Wenn eine 15-jährige, vollbusige Frau, die schon seit 3 Jahren Kinder in die Welt hätte setzen können, weil sie biologisch voll und durchgängig erwachsen ist und in jeder Hinsicht sozusagen entwickelt ist, wenn eine 15-Jährige sagt, dass sie glücklich sei und sich und verliebt sei und Spaß hätte mit dem älteren Mann, dann ist sie trotzdem nur ein Missbrauchsopfer, denn sie ist ja ein unmündiges Kind. Das definieren wir einfach im Kapitalismus so durch unsere vorteilbringenden Irrtümer. Ja? Und diese Gehirnwäsche glauben ja wirklich der Großteil der Welt. Ja? Und die Wahrheit ist natürlich, wenn ein Mensch zu dem Sex eines anderen irgendwas anderes sagt als
wünsche euch viel Spaß, ist das immer nur, ist das einfach ein reines Opfer dieser Händlersparte und seiner zugehörigen Märchenerzähler, seiner Partner, seiner nicht bewussten Partner, der Märchenerzähler, ja. Ja, und dann eines der vorteilbringenden Irrtümer, die ja jegliche Veränderung verhindern, ja auch, und die auch sozusagen nicht nur die mangelnde Intelligenz blockiert, sondern es gibt auch ein dummhaltende, vorteilbringende Irrtümer, die im Kapitalismus verbreitet sind, nämlich der vorteilbringende Irrtum, es gibt 8 Milliarden Menschen, die haben 8 Milliarden verschiedene Weltsichten und das sind nicht nur Irrtumsweltsichten, sondern die sind alle die Realität. Es gibt nämlich 8 Milliarden verschiedene Welten. Jeder Mensch hat seine eigene Welt, was natürlich nicht stimmt. Es gibt nur eine einzige Welt und 8 Milliarden Menschen, von denen sich mindestens 7 Milliarden total irren und ausschließlich aus voll durchmanipuliert sind von unterschiedlichen Mustern vorteilbringender Irrtümer. Aber wenn alle glauben, ja, wenn alle glauben, dass alle diese Welten Realität sein und echt sein, ja, so, dann passiert ja, wird es nie, kann es auch von daher nie ein Ende des Kapitalismus geben. Und deswegen ist der Niedergang unaufhaltsam. Ja, das war's doch für das Heutige. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob es uns gelingt, wenigstens 80, diese 80 Millionen Bücher zu verkaufen und dann eine Parallelwelt sozusagen mit unserem Buch, mit der Lesergemeinde aufzubauen. Oder ob das scheitert, der Unterschied zwischen den Annoncen in Schrot und Korn und das Reformhaus und so weiter ist ja, dass dann die Buchleser wenigstens hunderte von Seiten oder 120 Seiten ge gelesen haben, in denen sie schon aufgeklärt sind und in denen sie sich Stück und Stück für Stück schon den Kapitalismus angefangen haben zu verstehen und verstanden haben, wie sie selbst gefüttert wurden mit den vorteilbringenden Irrtümern in ihren Köpfen und wie sie die schon gelernt haben, wie sie die ansatzweise selbst schon rauswerfen können. Und damit wären das vorbereitete Menschen, die also schon eine Vorbildung haben in Richtung Naturwissenschaft oder Evolutionsbiologie. Und dann kann da vielleicht wirklich, können da Parallelwelten, glückliche Parallelwelten entstehen, die ungefähr 10-mal glücklicher sind als den dahin vegetierenden, weiterhin sich gegenseitig abschlachtenden und aussaugenden Kapitalismus-Opfern weiterhin blüht sozusagen und geschieht. Ja, mal schauen, ne? Mal schauen, wie das wird. Tschüssi, bis bald, bis in 14 Tagen.